So, hallo und herzlich willkommen. Wir starten wieder neu durch und heute geht's gleich los mit dem Paladin. Ihr seht das Deck an der linken Seite. Wir haben ein, ja, einfaches Buffer-Set. Es ist nichts Spektakuläres drin. Vielleicht hätten wir noch, ja, kleine Änderungen machen können, statt einem Ace und Jedi vielleicht noch unseren Kane reinnehmen. Uther gegen Rexha! So. Und das einzige Ziel bei diesem Deck ist ehrenhaft kämpfen, dass wir probieren, ins Endgame zu kommen. Zeigen der Könige ist natürlich schön. Die hier können wir noch nicht gebrauchen. Gut, mein Todesrechnen. Schauen wir mal. Ja, die Stürme machen wir noch nicht. Was er spielt. Er spielt einen Murloc-Speer. Gut. Kann ich Bedarf würfeln? Natürlich weg. Hier haben wir mal wieder den Kartenbug, aber ist schon weg. Für die Gerechtigkeit. Das war's. So, sein Tank ist weg. Und die nächste Runde wird jetzt natürlich interessant. Hat er da dagegen was dagegen zu setzen? Wir warten noch. Er spielt nichts Besonderes. Das heißt, wir spielen ihn. Für die Gerechtigkeit. Und buffen ihn gleich mal. Das war's. Zack. Jetzt haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten in Runde 5. Wir können ihn entweder direkt buffen mit 4 Leben. Er scheint aber irgendwie gar nichts zu machen. So richtig. Nicht. Aber ich glaube, wir spielen unseren Beschützer. Einmal. Wir nehmen den raus. Haben noch 3 Leben. Und können. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ihn weiter buffen. So. Gut, den Savannen. Ja, ich wollte ihn erst kopieren. Wir schnappen ihn uns und könnten ihn gleich wegnehmen. Allerdings haben wir dann die Hyänen da. Und gegen die haben wir noch gar nichts. Vorwärts. Deswegen gehen wir jetzt erstmal auf ihn direkt los. So, er ist am Überlegen. Und löst unsere Hyänen aus. So, sehr schön. Befolgt die Regeln!
Damit kriegen wir ihn natürlich schön runter. Das soll eine Waffe sein. Die buffen wir. Vorwärts! Er bekommt auch die beiden Hyänen. Das war's. Welche wir beide raushauen und haben das Ganze. So. Er spielt ein Geheimnis. Wahrscheinlich eine Springfalle, deswegen schauen wir erstmal, dass wir mit ihm angreifen. Oder mit ihr angreifen. Vorwärts! Springfalle ist es nicht. Wenn wir ihn spielen und er kriegt die 4 Schaden rein, würde er das Ganze noch überleben. Deswegen spielen wir ihn. Ja. Danke. Das war eure letzte Warnung. So, und wir müssen noch 10 Schaden. Aber das sieht aus wie jetzt ein Matchball für uns. Wir müssen. Okay, er haut ihn raus. Allerdings. Zählen wir mal zusammen. Wir haben hier 10, wir haben hier 11. Wir haben 15. Passt. Einmal, zweimal, dreimal. Und viermal. Gut gespielt. So. Also, einfache, schöne Runde. Habt ihr gesehen, Paladin einfaches Deck, es sind keine großartigen Legendaries drin. Beziehungsweise wir haben eigentlich gar keine großartigen Gebrauch da drin. Ich werde es noch ein bisschen ganz leicht bessern. Der wilde Pyromant ist mir ein bisschen. Ja, man kann ihn nicht direkt einsetzen. Wächter der Könige hatten wir jetzt gar nicht drin, das sind eigentlich so unsere High-End-Karten. Was gut geholfen hat, war natürlich unser Manipulator. Der war jetzt gerade eben echt gut drin und auch der Friedensbewahrer, der uns. Was? Friedensbewahrer? Ja, egal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Empfehlungen habt, was wir an dem Deck hier jetzt noch austauschen können oder verbessern können, schreibt diese bitte in die Comments. Danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.